Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Outriders Video und heute dreht sich alles um meine Top 5 Dinge, die ich an Outriders hasse. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy13 Gaming. Mein Name ist Sebastian und wenn du Bock auf Open World Games hast, Looter, Shooter oder RPGs, bist du hier genau richtig. Und wenn dir mein Content gefällt, bleib doch gerne mit einem Abo dabei. In einem meiner letzten Videos habe ich ja bereits meine Top 5 Dinge, die ich an Outriders liebe, vorgestellt, habe dort aber auch schon erwähnt, dass Outriders definitiv ein Spiel ist, das man sowohl lieben als auch hassen kann, das definitiv seine Sonnen- und seine Schattenseiten hat. Dementsprechend polarisieren auch die Meinungen der Leute, die die Demo gespielt haben. Ich persönlich finde viel Gutes an dem Spiel und der Demo, aber darum soll es heute nicht gehen. Heute dreht sich alles um die negativen Dinge, die mir aufgefallen sind und die mich an Outriders richtig stören. Kommen wir also zu meinen Top 5 Dingen, die ich hasse an Outriders. Und genau wie in meinem Positivvideo möchte ich hier auch mit dem Crossplay anfangen. Ja, ich habe zu einem letzten Video gesagt, dass Crossplay definitiv eine gute Sache sei. Das stimmt auch grundlegend. Crossplay ist definitiv eine gute Sache, allerdings so wie es jetzt im Spiel implementiert ist, definitiv nicht. Denn wenn Crossplay überhaupt mal funktioniert, dann eher schlecht als recht. Das ist alles noch sehr, sehr umständlich. Man muss einen Token verschicken, mit dem sich andere Leute von anderen Plattformen dann connecten können. Das Ganze ist ziemlich umständlich und muss eben auch über andere Kanäle kommuniziert werden. Also noch nicht wirklich benutzerfreundlich und ich bezweifle leider auch, dass das Ganze bis zum Release wirklich rund und gut funktioniert. Das fände ich richtig schade, wenn sie das bis zum Release am 1. April nicht ordentlich hinbekommen würden, weil ich glaube, dass das doch für viele Leute mit ein Punkt ist, warum sie sich auf Outriders freuen, weil sie eben mit Freunden von anderen Plattformen zusammenspielen können. Also da heißt es noch ein bisschen bis zum Release bangen und hoffen, dass das am Ende passt und steht. Kommen wir doch auch damit genau zu Punkt Nummer 4 von meinen Top 5 Dingen, die ich an Outriders hasse. Und das steht direkt im Zusammenhang mit meinem vorherigen Punkt, denn es gibt in Outriders weder Voice-Chat noch Text-Chat. Und das ist in einem Spiel, in dem Teamplay so groß geschrieben wird und in dem Koop wirklich auch relevant ist und im Endgame wohl auch fast unvermeidlich ist. Man kann zwar wohl die ganzen Expeditionen im Endgame alle alleine farmen, es gibt auch Auszeichnungen dafür, wenn man das alleine macht, aber trotzdem ist das Spiel, und das merkt man an allen Ecken und Enden, definitiv auf den Multiplayer und das Koop-Spiel ausgelegt. Dementsprechend erwarte ich eigentlich schon, dass es zum einen Voice-Chat gibt, das auf alle Fälle, selbst wenn der nicht automatisch aktiviert wäre, sodass man in den Voice-Chat rein opten muss, wenn man das möchte, die Möglichkeit sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Und zumindest einen Text-Chat, mit dem man hier und da mal kurze Anweisungen geben kann oder mal kurz Bescheid geben kann, wenn mal jemand noch warten soll oder so, das wäre schon absolut wichtig. Und wenn selbst das keine Option ist, dann doch auf jeden Fall irgendwelche Kurzbefehle, die man über das Steuerkreuz oder irgend so ein Drehrädchen aktivieren kann, um den Mitspielern so Basic-Informationen weiterzugeben. Das sollte schon drin sein, ehrlich gesagt. Also Multiplayer ja, Kommunikation nein. Das bringt mich zu Punkt Nummer 3 meiner Top 5 Dinge, die ich an Outriders hasse. Und das ist die Tatsache, dass es in der Demo jetzt so wirkt, als müssten wir für jeden unserer 4 bis 6 Chars alle Crafting-Materialien und alle Mods neu und separat farmen. Ja, wir werden im fertigen Spiel eine Kiste haben, über die wir Items, also Rüstungen und Waffen, zwischen den Charakteren hin und her schieben können und tauschen können. Das ist auch gut und das ist auf jeden Fall auch wichtig. Aber so wie es sich gerade in der Demo abzeichnet, bezweifle ich ganz stark, dass wir Ressourcen und Mods zwischen den Charakteren über die Kiste hin und her schieben können. Das liegt ganz einfach daran, dass Mods nicht ein Item sind, das wir haben, sondern Mods können wir dadurch, dass wir Rüstungen oder Waffen zerlegen, unserer Datenbank hinzufügen und aus dieser Datenbank beliebig oft verwenden. Vorausgesetzt natürlich, wir haben die nötigen Ressourcen, um sie in Waffen oder Rüstungen zu slotten. Genauso benötigen wir ja auch Splitter, um die Werte unserer Waffen und Rüstungen verbessern zu können. Auch diese Splitter erhalten wir nur, wenn wir Items auf dem jeweiligen Charakter zerlegen. Also mal angenommen, ich habe auf dem Assassinen für Rüstungsbonus 500 Splitter rumliegen, würde gerne aber auf meinem Verwüster eine Rüstung in diesem Bereich verbessern. Leider habe ich auf dem Verwüster aber nur 100 Splitter für Rüstungsbonus, kann somit die Verbesserung nicht durchführen.
sprich ich habe auf meinem Assassinen-Splitter rumliegen, die ich gerade nicht benötige, kann sie aber nicht auf meinem Verwüster verwenden, auf dem ich sie benötigen würde. Sprich, ich muss mit dem Verwüster erst wieder farmen gehen. Und in Anbetracht dessen, was für eine große Rolle das Gear- und Crafting-System im Endgame tatsächlich einnehmen wird, bedeutet das ganz schön viel Zeit, die draufgehen würde, wenn man alle 4 Chars wirklich ordentlich leveln möchte. Aber nicht nur das, ihr benötigt auf dem Char ja auch noch Schrott, Leder, Eisen, Titan und auch noch die anderen Materialien, von denen wir noch nicht wissen, woher man sie überhaupt bekommen kann und was man dafür tun muss und wie selten sie tatsächlich sind. Also das Ganze ist für mich noch ein riesen Fragezeichen und wenn es tatsächlich so ist, dass wir auf 4 Chars die Ressourcen nicht untereinander teilen können, die Mods alle neu farmen müssen und eigentlich das Gear Game auf allen 4 Chars unabhängig voneinander stattfindet, dann bin ich persönlich mir nicht sicher, ob mir das nicht einfach zu viel ist für ein reines PvE-Spiel, das keine wirklich große Endgame-Herausforderung wie zum Beispiel Raids bietet. Aber kommen wir doch jetzt zu Punkt 2 meiner Top 5 Dinge, die ich an Outriders hasse. Und für mich ist das Leveldesign und der Aufbau der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Open World. Klar, Outriders hat keine Open World und hat auch nie behauptet, dass es eine Open World wäre, aber das Leveldesign ist schon extrem schlauchartig aufgebaut, also ganz viele Gänge und Verästelungen. Und von dort aus geht es dann weiter in neue Bereiche, in Missionen oder in Nebenmissionen, die dann wiederum aber mit einem Ladebildschirm verbunden sind. Bestes Beispiel ist die Kreuzung in der Demo. Von dort aus kann man vom Schnellreisepunkt in entweder 3 Nebenmissionen, die jeweils mit einer Ladesequenz abgetrennt sind, oder weiter in den nächsten Bereich laufen. Mich persönlich stört es nur bedingt, dass jedes Mal eine Ladesequenz kommt, liegt aber auch daran, dass ich die meiste Zeit alleine spiele oder mit Freunden, die genauso wie ich wie ein Bekloppter die Escape-Taste hämmern, wenn eine Ladesequenz ansteht. Wenn man allerdings mit Randoms unterwegs ist und keiner von denen skippt, dann kann ich mir das schon ziemlich nervig vorstellen. Ich hätte mir, glaube ich, einen etwas flüssigeren und homogeneren Übergang in die Instanzen gewünscht, zum Beispiel wie bei The Division 2, dass wenn man eine bestimmte unsichtbare Grenze überschreitet, startet man die Mission automatisch und auch das Matchmaking dafür beginnt. Also ich glaube, keine Open World mit aktiver Spielersuche, die ich bisher erlebt habe, hat das eleganter gelöst als The Division 2. Das fand ich schon sehr gut und sowas hätte ich mir hier auch vorstellen können. Fände ich auf jeden Fall besser als das, was wir jetzt in der Demo haben. Generell wirken die ganzen Missionen auch tatsächlich eher so wie Gears of War Missionen, aber aus dem Jahre 2010. Also wirklich immer sehr ähnlich aufgebaut und nicht wirklich sehr inspiriert. Ich schiebe das jetzt aber mal auf das einzige Biom, das wir jetzt gerade sehen, nämlich dieses kaputte Kriegsgebiet und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sich das im weiteren Spielverlauf noch drastisch ändert. So oder so glaube ich aber nicht, dass der Grundaufbau der Missionen sich ändert und auch nicht der Areale. Es wird immer ein irgendwie etwas offenerer Raum sein, mit ein paar Möglichkeiten sich zu verschanzen. Aber im Endeffekt gilt genau das gleiche, wie ich bereits im letzten Video gesagt habe. Deckung ist nicht für uns, sondern für die Gegner. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich im Verlauf der Kampagne die Missionen noch so drastisch ändern, dass es nicht zu eintönig und monoton wird. Aber kommen wir doch jetzt zu dem absolut wichtigsten Punkt meiner Top 5 Dinge, die ich an Outriders hasse. Ich hatte ja bereits das Endgame kurz angesprochen. Das Endgame ist auch ein weiterer Punkt, der mir noch so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Denn alles, was bisher vorgestellt wurde, sind 15 Expeditionen, die wir im Endgame spielen und farmen müssen. Und so wie es aussieht, sind unsere Belohnungen in diesen Expeditionen geknüpft an Geschwindigkeit. Das heißt, je schneller wir diese Expedition abschließen, desto höher und besser schließen wir sie ab, bekommen also eine Bronze, eine Silber- oder eine Goldmedaille und desto besser und üppiger fallen unsere Belohnungen aus. Und das muss ich sagen, finde ich kein gutes System. Ich mag Content, den man durchrushen muss, um ihn erfolgreich abzuschließen oder um ihn so effizient wie möglich abzuschließen, nicht so gerne. Meiner Meinung nach ist das eine schlechte Methode, um Content schwerer zu machen. Und das, was Communities, glaube ich, allgemein bei Looter-Shootern erwarten für schwereren Content, sind bessere Mechaniken, mehr Gegner, stärkere Gegner, interessantere Attacken, solche Geschichten halt. Also das, was wir uns seit Jahren bei anderen Shootern wünschen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch das hier nicht bekommen werden. Also, dass es hier um Geschwindigkeit geht, finde ich persönlich schade. Das lässt meist auch darauf schließen, dass der Content nicht ganz so schwer ist, sondern eben nur künstlich schwer gemacht wird, dadurch, dass wir durchrushen müssen. Und gerade auch im Zusammenhang mit meinem vorherigen Punkt finde ich das besonders schwierig, denn wenn dann das Team nicht ordentlich kommunizieren kann beim Matchmaking, dann könnte es selbst bei leichterem Content schwierig werden, die Zeit einzuhalten. So oder so bin ich mir nicht ganz sicher, wie das Endgame tatsächlich wird. Alles, was wir bisher gehört haben, klingt nach
relativ wenig und ziemlich grindy. Das ist okay, wenn man sich darauf einlassen möchte und weiß, worauf man sich da einlässt. Aber ich für meinen Fall möchte auch, dass es nicht ganz so hirntot abläuft und ich einfach nur durchrush die ganze Zeit, so wie ich jetzt gerade die Kisten farme. Wenn das Endgame sich so gestaltet, weiß ich, dass ich nicht ewig lang dabei bleiben werde. Aber das waren sie, meine Top 5 Dinge, die ich an Outriders bis jetzt hasse. Ich bin gespannt, was sich in dem Bereich noch tut, ob People Can Fly einige Dinge vielleicht noch nicht bekannt gegeben hat oder sich vielleicht auch einige Dinge um den Launch herum noch verändern werden. Ich denke, gravierende Änderungen werden vor dem Launch auf gar keinen Fall stattfinden. Wenn überhaupt, passiert hinterher noch was oder sie haben vielleicht noch das ein oder andere Ass im Ärmel behalten, mit dem sie noch nicht rausgerückt sind. Es bleibt auf jeden Fall spannend bis zum Launch und danach und wie ich bereits gesagt habe, polarisiert das Spiel extrem und das zu Recht. Ich hoffe, meine 5 Punkte, die ich an Outriders hasse, haben euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr noch mehr Content rund um Outriders bekommen wollt, so wie diesen oder auch Guides und Tipps und Tricks, wenn das Spiel draußen ist, dann bleibt doch mit einem Abo mit dabei und aktiviert auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ich mein nächstes Video hochlade. Von meiner Seite aus war es das für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.